Also, heute gehe ich mit Hund und Jackson zu meiner Mama und wir werden spazieren gehen am Strand. Es ist richtig cool bei ihr. Die wohnt echt nicht weit vom Strand weg, also wir auch nicht, aber sie ist noch näher dran. Was ist denn los? Also man glaubt es ja kaum, aber er stillt gerade und weint trotzdem gleichzeitig. Multitasking. Naja, jedenfalls geht man da über so eine Brücke, die ist ein bisschen dodgy. Und dann läuft man so an so Dünen vorbei. Der Hund spielt gerade mit der Katze. Jax hat gerade gepupst. Tja, jedenfalls werde ich mich jetzt gleich mal fertig machen, weil ich glaube, er ist fertig. Was machst du denn da? So, die Kunst ist es, ihn zu beschäftigen, wenn man sich fertig macht. Ne? Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit halten. Nein, geht nicht. Morgen ist wohl der Wippstuhl die bessere Wahl. Sind sie besser, ne? Jetzt sieht man noch, dass deine dazu so viel zu groß ist. Ich glaube, man muss sich vielleicht nochmal umziehen. Was denkst du? So, das ist besser, ne? Jetzt hast du nicht die ganze Zeit die Latzhose ins Gesicht. Jetzt auch am Start. Na, Madok, geht's jetzt los? So, und ich bin jetzt auch fertig. Es ist ziemlich kalt, wie gesagt, deswegen der dicke Pulli. Aber ich glaube, wenn wir in der Sonne sind, geht's voll klar. Wir fahren aber jetzt schnell los, damit Jax auch wieder ruhig wird. Bei Mama auf der Terrasse. Und hat die voll krass die Vögel. Na? Wir gehen spazieren. Wollt's auch nicht? So, hier sind wir an der Dodgy Brücke. Was ist Dodgy auf Deutsch? Abgefahren, oder? Abgefahren? Ja, ihr bist noch edel. Dodgy. Es ist so nicht vertrauenswürdig. Stolper, Stolper. Marius nennt das hier die Schlangeninsel. Ja, aber stimmt. Wir haben noch keine gesehen. Ist aber auch Winter, die machen Winterschlaf. Jax kriegt natürlich von diesem wunderschönen Tag super viel mit. Ja, aber tief und fest. Hier am Strand angekommen und ich muss sagen, das ist das erste Mal komplett Ebbe und man kann da hinten auf diese Insel laufen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das haben wir noch nie gemacht, weil bisher war immer ein bisschen zu viel Wasser da. Thank you.
Ja, wir sind uns gerade unsicher, ob wir da hochgehen sollen, weil wir eigentlich jedes Mal unsere Schuhe dabei haben und tragen und total nervig finden. Und haben zum ersten Mal gedacht, okay, wir lassen sie die einfach hier im Sand. Und haben die jetzt nicht mitgenommen. Und jetzt kommen wir da nicht hoch, weil das ist ziemlich steinig. Aber Mama ist natürlich über mich. Das heißt, geht halt das hoch, nicht das Problem wäre, sondern runterkommen ohne Schuhe. Das stimmt so. Ja, weil das Druck. Daddy, das Druck. Der Druck, glaube ich. Ja. Ja, also ich sag, ist so echt warm mittlerweile. Ich habe auch meinen Wollpulli zum Glück zu Hause gelassen. Als ich zu Mama gefahren bin, waren es, glaube ich, 17 Grad. Aber jetzt muss es schon so 25 sein oder so 23 vielleicht. Schon echt warm. Mein Dorf hat schon oft, dass ich den Stock werfe. So richtig geduldig. Also wie ihr gesehen habt. Naja, auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren, muss man sagen. Dafür, dass es tief Winter gerade ist. Seit morgens und abends ziemlich kalt. Wir sind jetzt wieder zu Hause und werden jetzt gleich was zum Mittag essen. Und ja, danach werde ich nach Hause fahren und, keine Ahnung, Haushalt machen oder sowas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr noch mehr sehen wollt, von was hier so bei uns abgeht, dann drückt auf Subscriben und gebt uns einen Daumen hoch. Ciao! Wir haben die größte Schüssel ausgewählt.